your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich möchte euch heute mal wieder ein Buch vorstellen. Und zwar ein Buch, was ich im Januar zusammen mit Lena von Lenas Welt der Bücher gelesen habe. Ich verlinke euch ihre Rezension zu dem Buch auf jeden Fall unten in der Infobox. Bei ihr gibt es die schon eine ganze Weile zu sehen. Sie hat die, glaube ich, direkt nachdem wir es gelesen hatten, gedreht und hochgeladen. Aber ich hatte dann erst so ein paar Rezensionen, die ich schon länger vor mir hergeschoben hatte, auch zu Rezi-Exemplaren, die ich dann erst hochladen wollte. Und deswegen hat es bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert. Und zwar haben wir zusammen gelesen von Chris Waits Young World, die Clans von New York. Hier geht es um eine Zukunft, in der ein Virus alle kleinen Kinder und alle Erwachsenen getötet hat. Lediglich die Jugendlichen haben überlebt, die scheinen dagegen irgendwie immun zu sein. Aber auch sie erkranken, sobald sie 18 Jahre alt werden und versterben dann. In der Geschichte geht es dann darum, dass ein paar Jugendliche herausgefunden haben, dass es eine Möglichkeit der Heilung geben könnte. Also die sind auf irgendeine Information gestoßen, die halt die Vermutung zulässt, dass es sehr wohl ein Heilmittel gibt und auch ungefähr, wo es dieses Heilmittel gibt. Und so macht sich eine kleine Gruppe von 5 Leuten auf den Weg durch New York nach der Suche, auf die Suche nach diesem Heilmittel. Und dabei erleben sie so einiges, weil sich New York, beziehungsweise weil sich diese Jugendlichen, die überlebt haben, in verschiedene Clans aufgeteilt haben. Und die leben nicht alle so ganz friedlich miteinander, so dass man, also dass sich alle Clans miteinander vertragen, weil auch einfach jeder so seine eigene Art und Weise zu leben und zu überleben gefunden hat. Und so kommt es auf der Reise von den 5 auf jeden Fall zu ein paar gefährlichen Situationen und zu ein paar Problemen. Mehr möchte ich euch zum Inhalt gar nicht verraten, das wäre dann auf jeden Fall zu viel. Die Geschichte wird aus 2 Perspektiven erzählt, so viel vorweg nochmal, und zwar aus der Sicht von Jefferson und aus der Sicht von Donna. Ich fand die Geschichte an sich vom Verlauf her interessant. Ich fand halt das Thema sehr interessant. Ich war ja sehr gespannt auf dieses Buch, einfach auf diese Version der Zukunft. Die Geschichte konzentriert sich überwiegend auf diese Reise, die diese 5 Jugendlichen durch New York unternehmen und dadurch natürlich auch auf die verschiedenen Clans und wie diese Clans halt leben, welche Wege zu überleben sie gefunden haben. Ich fand leider, dass die Geschichte aber sehr langsam startete, also es dauerte echt eine Weile, bis es wirklich spannend wurde. Am Anfang dümpelte das alles so ein bisschen vor sich hin. Ich hatte auch so ein bisschen Probleme, mich an den Stil zu gewöhnen, mit dem die ganze Geschichte erzählt ist, weil er ist schon so ein bisschen derb und umgangssprachlich und auch irgendwie ungeschliffen. Und es gibt ja diese 2 verschiedenen Perspektiven. Das fand ich dann ganz angenehm, weil die Perspektiven halt einen unterschiedlichen Stil auch haben. Also die von Jefferson ließ sich für mich, die Kapitel von Jeffersons Sicht aus, meine ich, ließen sich für mich besser lesen. Die waren angenehmer als die von Donna, weil Donna ist echt so eine Person, die auch so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist und die so wirklich sehr derb spricht, und so war dann halt die Geschichte auch erzählt. Da fand ich Jeffersons Perspektive einfach angenehmer, und ja, ich habe, glaube ich, so 100 Seiten oder so mindestens gebraucht, um mich an diesen Erzählstil einfach zu gewöhnen und auch an diese ständigen Perspektivwechsel, weil man dann immer so ein bisschen umdenken musste, weil die Charaktere einfach total verschieden waren. Und letztendlich fand ich auch, dass Donners Perspektive insgesamt eigentlich unnötig war. Also es war zwar angenehm, diesen Wechsel zu haben, diesen sprachlichen Wechsel auch zu haben, und an der einen oder anderen Stelle war es auch mal ganz praktisch, so ihre Sicht der Dinge zu sehen, aber insgesamt hätte die Geschichte auch komplett aus Jeffersons Sicht erzählt werden können, und das hat eigentlich kaum einen großen Unterschied gemacht und wäre vielleicht auch einfach angenehmer zu lesen gewesen. Ich fand die Gestaltung der Welt sehr interessant. Ich fand wirklich die verschiedenen Clans auch interessant. Leider war aber auch da so das ein oder andere, was für mich so ein bisschen unglaubwürdig war. Also es gibt in dieser Welt zum Beispiel keinen Strom mehr, weil wenn keine Erwachsenen da sind, wer soll das Stromnetz betreiben? Also so eine Gruppe Jugendlicher kriegt das, glaube ich, dann nicht mal eben auf die Reihe.
Trotzdem gab es plötzlich überall so Notstromgeneratoren oder halt so Generatoren, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Dinger funktionieren, ich glaube mit Benzin oder so, die dann Strom herstellen und die irgendwie jeder Clan hatte so einen Generator. Einige hatten sogar mehrere und haben damit alle möglichen technischen Geräte betrieben und das fand ich, also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so laufen würde. Und dann gab es auch noch so ein paar andere Sachen. Der eine Clan zum Beispiel hat eine Art und Weise gefunden zu überleben, die ich sehr übertrieben finde. Auch da glaube ich nicht, dass sich das wirklich so entwickeln würde, vor allem nicht so schnell, weil als die Geschichte anfängt, ist das Virus vor noch gar nicht allzu langer Zeit ausgebrochen. Also so lange gibt es da noch nicht, dass die Lage wirklich so extrem ist, dass dieser Clan sich in diese Richtung entwickeln könnte. Und ja, also es waren halt ein paar Sachen, die wirklich ein bisschen unglaubwürdig waren, die mir deswegen nicht so gefallen haben. Zum Ende hin, so die zweite Hälfte, da wird die Geschichte etwas spannender und da kommen noch andere Facetten hinzu. Und das Ende fand ich auch ganz gut. Also da gibt es nochmal so ein schönes Finale, wo nochmal die Spannung ein bisschen steigt. Und es endet mit einem kleinen Cliffhanger, mit dem man, finde ich, aber gut leben kann. Ja, einfach weil es ist zwar ein offenes Ende und man möchte wissen, wie es weitergeht, aber es ist jetzt auch nicht so fies, dass man wirklich sofort den zweiten Teil braucht. Und es lässt auf jeden Fall schon mal den Schluss zu, dass die Handlung vom zweiten Teil in eine ganz andere Richtung gehen wird. Von daher bin ich da sehr interessant, sehr gespannt drauf und werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, auch wenn mir der erste jetzt nicht so hundertprozentig gefallen hat. Letztendlich habe ich ihm 3,5 Sterne gegeben. Ja. 3,5 Sterne halt, ne? Also es war guter Durchschnitt, aber es hat mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ja, das war's von mir und von diesem Buch. Wenn ihr es schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal berichten, wie es euch gefallen hat. Ansonsten schaut euch auch gerne nochmal die Rezension von Lena an. Wir hatten so ungefähr die gleiche Meinung, was das Buch angeht, aber vielleicht erwähnt sie ja doch nochmal die ein oder andere Facette, auf die ich jetzt nicht so eingegangen bin, die euch vielleicht nochmal bei der Entscheidung hilft, ob ihr das Buch lesen sollt, falls ihr es dann noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, genießt das Wochenende und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.